Ja, hallo und herzlich willkommen, Minecraft-Freunde, zu einem neuen Let's Show-Part hier auf unserem SteamCity-Server. Ja, wir sind hier immer noch in meiner Metropole. Ja, auch wenn es jetzt gerade nicht hier so danach aussieht, aber ich habe jetzt hier angefangen zu bauen. Auch jetzt das Bauwerk, was ich euch jetzt zeigen werde, ist jetzt nicht gerade so typisch für eine Metropole, aber dadurch, dass sie halt direkt am Rand der Metropole ist oder wahrscheinlich auch noch mittendrin, weil ich will hier mich auch noch ein bisschen verbreitern, hier weiterbauen, so ein kleines Villenviertel. Auf jeden Fall habe ich mich in diesem Part hier jetzt mit meinem Bauwerk so ein bisschen um die Rohstoffe, also um Rohstoffbeschaffung gekümmert. Ist ja auch wichtig, dass eine Stadt läuft, braucht hier natürlich Rohstoffe wie eben auch Gold, Eisen, Diamanten, Smaragde, Kohle und und. Ja, hier haben wir natürlich eine schöne Eisentür. Man darf da nur als Befugter rein. Und ja, hier auch alles aus Zäunen gemacht. Und hier haben wir ein Minecart. Jetzt müssen wir nach vorne und jetzt geht es gleich tief runter. Und es geht runter. Yeah. Ja, ganz schön tief runter. Bis fast nach unten. Ja, hier unten sind wir angekommen. Und ja, hier habe ich mir eine eigene Mine gebaut. Das ist eine eigene Mine, das ist jetzt keine, die hier in Minecraft schon da war, weil das Problem ist, dass diese Minen halt sehr komisch sind. Ich wollte eine strukturierte Mine haben, wo man halt auch, also wo man schon merkt, dass da schon mit Sinn gearbeitet wird. Hier zum Beispiel haben wir auch eine Lore, wo halt eine Kiste drin ist, die voll mit irgendwelchen Erzen ist, die sozusagen schon eingesammelt wurden hier. Und ja, dann geht es hier sozusagen rein. Wir können ja mal durchfliegen so. Geht es dann, hui, so kann man hier richtig schön durch. So schöne Kamerafahrt. Ja. Yeah. Schon geil irgendwie. Ja, so, und dann hat man natürlich eben hier auch die verschiedenen Minengänge hier, die halt hier kreuz und quer reingehen. Kann man natürlich hier überall reingehen und dann sich verlaufen. Ich hoffe, wir verlaufen uns jetzt nicht. Wäre natürlich auch blöd, in meiner eigenen Mine verlaufen. Ja, kann man, wie gesagt, hier alles kreuz und quer, aber wie gesagt, alles mit Sinn. Wo ich immer Probleme hatte, da, weil ich bin ja hier ganz unten, also unter uns ist der Bedrock, sieht man da schon. Jetzt mache ich das wieder zu. Wollte ich euch nur zeigen. Wir sind also wirklich ganz unten. Weil ich wollte schon ganz unten bauen, die Mine, und deswegen habe ich es gemacht. Und ich habe das Problem gehabt, dass hier überall Lavaseen waren. Und ich musste die ja wegmachen, weil auch wenn ich jetzt hier zum Beispiel einmal ein Stein dazwischen ist und dahinter Lava ist, packet ihr ja trotzdem hier das ganze Holz weg ab. Und deswegen war das schon, ja, war schon eine reinste chaotische Sache hier. Ja, hier zum Beispiel, also wirklich verschiedene Minengänge. Die Erze habe ich auch noch drin gelassen, weil es soll ja danach aussehen, dass noch ganz viel gefarmt werden muss. Hier sind zum Beispiel so diese Sachen, habe ich als Gimmick so, wurde mit Zäunen abgesperrt, wo halt sozusagen Lava hier durchkommt. Finde ich, hat auch was, sieht auch ganz cool aus und das schön abgezäunt, dass man als Mitarbeiter weiß, aha, da darf es nicht hin, als Arbeiter. So, jetzt hoffe ich mal, wir gehen erstmal geradeaus durch, weil da war auch noch so ein Gimmick mit der Lava. Und zwar hier ein Lavasee, glaube ich. Ja, ein riesen Lavasee habe ich hier gemacht. Also den habe ich auch noch extra gemacht. Also der war schon teilweise da und ich habe ihn nur noch ein bisschen verlängert, dass es halt noch was aussieht. So, dann gehen wir jetzt mal zum interessanteren Teil nach hinten. Ja, sehr viel zu Fuß. Ja, hier geht, wie gesagt, die Mine auch noch weiter. Hier geht es wieder raus. Und ja, dann kann man hier, wie gesagt, auch durchgehen. Hier ist dann auch wieder eine Mine. Hier geht es einen Gang rein und hier geht auch ein Gang rein. Hier habe ich auch noch mal so ein episches mit Lava. Also ich finde, das sieht so geil aus, wie es auch da hinten so die Kurve so rumgeht. Also es hat schon irgendwie was. Und das wollte ich nicht irgendwie kaputt machen. Weil das war zum Beispiel so, ich habe mit World Edit gearbeitet. Und dann kam dieses hier, dieser Lava-Flatschen da raus. Die Lava suppte da aus der Seite raus. Und ich dachte mir so, nee, das sieht so geil aus. Das willst du jetzt nicht unbedingt wegmachen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich hier einfach zumache. Und dann hat man einen schönen Ausblick. Ja, hier, wie gesagt, die Erze sind noch drin. Hab manchmal auch noch ein paar Erze dazu gemacht, dass halt wirklich da was aussieht. Ja.
So, dann geht es hier geradeaus weiter und jetzt kommen wir zum interessanten Teil, denn jetzt geht es rüber, oder? Ne, hier ist noch ein anderer Gang. Jetzt geht es hier rüber, hier geht es in so einen ganz großen Raum und what the fuck? Ja, das ist sozusagen der Lagerraum, wo halt die Sachen, die halt in der Mine gefarmt werden, die ganzen Erze und Kohle und sonst was, die ganzen Rohstoffe, Lapis, Redstone wird halt hier alles gelagert, bis es halt und dann eben da drüben rausgebracht, aber das zeige ich euch gleich noch. Und hier gehen sozusagen die Schienen rein, hier einmal rum und hier hat man ganz viele Loren halt, die aber leer sind. Das sind halt so diese Loren, die gerade nicht benutzt werden. Also wenn man eine neue braucht, geht man einfach hin und holt sich dann eine neue. Ja, hier haben wir sozusagen den Redstone-Bereich. Hier sind die ganzen Redstone-Blöcke, die müssen mal abtransportiert werden, weil das halt hier wirklich extrem voll ist. Ich gehe mal hier in die Luft und zeige euch mal so ein bisschen so aus der Luft. Hier haben wir dann das Lapis. Da, hier haben wir dann Diamanten, Gold. Auf der anderen Seite haben wir hier Kohle. Das ist natürlich ein größerer Bereich, weil Kohle ist ja doch sehr häufig. Dann haben wir hier Eisen und dann hier nochmal einen kleineren Bereich für Smaragde. Ja. Also wirklich so auch hier abgetrennt mit den Glowstone fand ich ganz gut. Und habe zum gleichen noch eine Lichtquelle. Auch hier oben habe ich eine Lichtquelle, weil ich möchte ja jetzt nicht hier so, dass hier die Monster denken, so, ah ja, hier, da kann ich jetzt langlaufen. Nee, nee, so bin ich nicht. Ich mag keine Monster. Naja, jetzt sagen viele, oh, der mag keine Monster. Was ist das für einer? Ja, und dann geht man hier wieder durch. Ah, hier sehe ich gerade, muss ich ein bisschen auf. Ach komm, das können wir ganz schnell machen. Ist eine Sache von ein paar Sekunden. Ups. Weil das sieht ja nicht so schön aus. So, ja, jetzt sieht es schön aus. So, der Torbogen sieht schön aus, verschönert. Und ja, hier kommen wir in einen anderen Bereich. Ja, auch wieder mit Glowstone so ein bisschen hier an den Rand, also auch mit ein bisschen Licht gemacht. Und hier links und rechts haben wir so Aufzüge, das sollen so Lastenaufzüge sein, wo man halt nach oben fahren kann mit den Erzen. Und man sieht schon, da oben ist auch eine Glaskuppel drüber, dass man halt nicht da reinplumpsen kann, wenn man da durch den Wald läuft. Und ja, wir fliegen dann mal nach oben, weil das ist natürlich kein Fahrstuhl, der mit Redstone funktioniert. Und ja, da fährt man hier so mit den Lastenaufzug nach oben, hat man hier dann sozusagen den Ausgang. Sieht aus wie so eine komisch geratene U-Bahn-Station, muss man schon ehrlich zugeben. Habe ich hier komplett aus Glas gemacht, weil ich fand, das hat was irgendwie so schön, so Glaskuppel so. Ja, hier so eine Schräge hoch, finde ich, hat was. Kann man auch schön hier nochmal runter gucken. Höhenangst. So, ja, das ist sozusagen hier der Bereich, wo halt dann die Erze hochgebracht werden und dann hier auf dem LKW verladen wird. Auch natürlich, das habe ich hier symbolisiert, dass sozusagen hier schon ein LKW steht, der beladen ist. Das ist so ein weißer LKW natürlich hier und da drauf ist die Kohle und natürlich auch schön gesichert. Ladungssicherung wird hier groß geschrieben. Und ja, hier, wie gesagt, ist ganz viel Kohle auf dem LKW geladen worden, die halt jetzt in die Stadt gebracht werden. Natürlich werden Erze oder so nicht mit so einem LKW transportiert, die werden dann mit einem anderen LKW transportiert, mit so einem Koffer. Aber ich wollte einfach mal so darstellen, wie so Kohle abtransportiert wird. Ja, hier haben wir einen kleinen Parkplatz und eine kleine Parkhalle. Hier steht auch ein LKW drin. Nur der ist sozusagen ja, leer, ist nicht im Betrieb, hat keinen Dienst, keinen Einsatz oder sonst was. Und deswegen steht er hier in seiner Garage, in seinem schön überdachten Durchbau, der in den Berg da reingeht. Ist schon, finde ich, was ganz Lustiges. Auch hier habe ich wieder mit Glowstone drumherum gearbeitet, um ein bisschen für Licht zu sorgen, weil natürlich die Monster ja doch immer sehr schnell sind. So, natürlich habe ich mir auch gedacht, es muss natürlich auch einen Ausgang für die LKWs geben. Und hier ist der, hier geht es durch. Durch so eine Tunnel, durch so einen Tunnel, auch hier links und rechts mit Glowstone, dass man so eine kleine Lichtquelle hier drin hat, dass hier auch keine Monster spawnen. Und dann geht es hier sozusagen raus. Es wird schon wieder Nacht. So, dann geht es hier raus, fährt der LKW hier so lang. Hat auch noch schön Aussicht auf Berge, Lava. Ist alles naturmäßig noch. So, dann fährt der LKW hier rum. Und dann geht es weiter nach vorne. Ja, ist ein bisschen weiter der Weg. Ja, hier daneben an ist das Stadion. Kann ich euch schon mal anteasen. Wird aber in einem anderen Part kommen, weil ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Außenbereich und auch die Umkleiden muss ich noch machen und die Snack Points. Aber so an sich ist schon fast fertig. Aber
Kommt jetzt fertig, jetzt zeige ich euch das dann ganz genau. Ja, dann kommt man hier sozusagen an dieser Straße hier raus und hier kann dann der LKW sozusagen dann abbiegen und dann geht's ab in die Stadt und dann wird die Kohle eben geliefert, wo sie auch gerade gebraucht wird. Und wenn wir jetzt hier wieder gehen, sind wir sozusagen einmal im Kreis gelaufen, also wir waren unten in der Mine und sind hier oben wieder ausgekommen und sind hier wieder natürlich bei dem Eingang, wo wir auch beim Anfang des Videos waren. Ich werde jetzt aber mal noch eine Lore hinsetzen, weil die war jetzt unten gewesen. Hier, ja. So. Ja. Das sehe ich war auch ganz lustig, finde ich. Also mir gefällt es. Dachte, muss auch einfach mal sein. Das denke ich mal, war was anderes. Und ja, so werden sozusagen die Rohstoffe für die Metropole beschafft, indem hier sozusagen im Berg unterirdisch ganz, ganz unten eine Mine ist. Ja. So. Ja, ist eigentlich jetzt gerade ein bisschen blöd, aber gut. Ich sag mal, das war's dann auch für den Part. War heute mal ein etwas kürzerer Part, aber dafür wird der nächste wieder ein bisschen länger. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!